Im letzten Heimspiel 2014 empfängt der Vierte den Dritten. Die Gießen 46ers versuchen ihr Glück in der blauen Hölle gegen die Oettinger Rockets. Und besonders, weil beide Teams 18 Punkte auf dem Konto haben, wird das wohl ein spannendes Spiel werden. Zumindest zu Beginn des Spiels machten die Gotha einen frischeren Eindruck. Und wenn mal vor den heimischen Fans etwas nicht klappte, hatten sie auch das Glück auf ihrer Seite. Carlton Guyton auf Matt West und der mit dem Spieler, der ebenfalls gut lief, zeigen hier Brad Lösing und Albert Kuppe. Das sahen auch BIG-Präsidentin Astrid Kolmer und Spielervater Rudi Völler, der uns für ein Interview leider nicht zur Verfügung stand. Ja, wir hatten eine gute erste Halbzeit. Wir führen mit 30-19 und dann mit 11 Punkte. Und dann Gießen hat ein guter Lauf zur Halbzeit. Auch im dritten Viertel behaupteten die Rockets ihre Führung. Hier die Dreipunktwürfe von Carlton Guyton und Sebastian Fülle. Im Anschluss hatte wenigstens einer noch Spaß, denn jetzt kam Gießen. Gotha-Coach Chris Ensminger musste mit ansehen, wie sein Team das letzte Viertel mit 10 Punkten verlor. Aber jetzt Achtung! Bei diesem misslungenen Stil und einem Stand von 59-59, 6 Sekunden vor Schluss, entschieden die Referees auf Einwurf für Gießen. Der Taktikplan half nichts. Irgendwie drückte 46ers Center Björn Schoo den Ball ins Netz und beendete die Siegesserie der Oettinger Rockets. Will, hat es Gießen heute verdient zu gewinnen? Sie haben am Ende schon hart gekämpft, dem muss man einfach Tribut zollen. Aber aus unserer Sicht, naja, wir haben das ganze Spiel geführt und auch kontrolliert. Und dann im vierten Viertel haben wir es offensiv und defensiv nicht ordentlich zu Ende gespielt. Das ist erstmal schwer zu schlucken. Ich persönlich nehme mich da in die Verantwortung, besonders bei den letzten beiden Defense-Aktionen. Und im Angriff hätte ich einfach antäuschen und besser abschließen können. Die Zeit war da. Aber insgesamt haben wir auch kein schlechtes Spiel gemacht. Das sollte man nicht vergessen. Es gibt aber auch gute Neuigkeiten. Du wurdest zum besten Spieler der Pro A im November 2014 gewählt. Was bedeutet dir das? Ja, ich meine, es ist gut, dass die harte Arbeit auch mal geehrt wird. Aber das gilt fürs ganze Team. Wir haben viele Spiele gewonnen und was noch oben drauf kommt, ist auch schön. Aber geht echt nur mit meinen Mannschaftskollegen. Wir funktionieren sehr gut im Team und ich wurde halt gewählt. Also, es ist eine gute Ehrung. Ja, schade Albert, ihr hättet euch wahrscheinlich gerne für 2014 mit dem Sieg verabschieden wollen, oder? Ja, absolut. Richtig bitter. Wir hatten eigentlich das ganze Spiel im Griff. Und am Ende ja, haben kleine Aktionen das Spiel dann entschieden. Und ja, wir müssen weiterschauen. Nächste Woche haben wir noch ein Spiel und versuchen wir zu gewinnen. 6 Sekunden vor Schluss gab es noch einen Einwurf. Ja. Ging der in die richtige Richtung, die Entscheidung? Ja, von der Bank konnte ich es nicht sehen. Ich habe es andersrum gesehen, aber der Schiedsrichter hat so entschieden, man kann nichts ändern und dann müssen wir jetzt so hinnehmen. Aber das Spiel geht 40 Minuten lang, es ist nicht nur eine Aktion, es waren mehr Aktionen. Wir hatten schon vorher viele Ballverluste gehabt, die hätten wir einfach einstellen müssen. Und ja, ist halt bitter, aber das machen wir wieder gut nächste Woche. Wir hatten zu viel Ballverlust in der letzten Viertel, in weniger Punkt gemacht. Und Gießen ist eine gute Mannschaft, die zweite beste Mannschaft in der Liga vom Defensive. Und wir hatten good control von diesem Spiel heute. Und die Ende, ja, wir hatten Unglück von diesem Spiel. Aber das letzte Spiel, wir hatten 6 Siege in die läuft. Und ja, das ist schwierig, aber wir können nicht ja, stoppen diese ja, heute from the play. Ja, yeah, it has to be something we learn from, but to move on also.